jetzt seit 2 Tagen in Georgetown, in der Hauptstadt von Penang, angekommen, also schon ganz in Nordmalaysia. Wir sind ja vorgestern mit unserem 13-stündigen Busfahrt hochgefahren und waren deshalb irgendwie gestern irgendwie auch nach unserer Woche mit wenig Schlaf in Singapur voll fertig. War gestern eigentlich nur Georgetown ein bisschen erkundigt. Heute werden wir mal eine große Tour machen und da nehmen wir euch heute wieder mal mit. Wir hatten hier auch Glück mit unserem Zimmer. Und zwar hatten wir in der ersten Nacht voll das kleine Zimmer eigentlich. Wir haben ja auch das billigste Zimmer in dem Hotel gebucht. Aber es war halt voll laut, weil draußen eine kleine Club oder so war. Und haben uns beschwert und haben jetzt irgendwie ein Zimmer bekommen, das irgendwie, keine Ahnung, doppelt so groß ist. Also eigentlich voll okay, auch coole Lage. Naja, jetzt regnet es noch. Ich hoffe, das hört bald auf. Wir fahren jetzt einfach mal auf gut Glück los. Zwei Waggons verteilt und wir sitzen in einem Waggon dazwischen. Ja, was ich verstehe überhaupt nicht, warum die immer so laut schreien. Die können nicht normal rein, die schreien immer so. Oh. Vor allen Dingen können die sich jetzt über unsere Köpfe hinweg unterhalten. Die können sie ja unterhalten, aber das ist immer so laut. Das ist ja nicht normal. Ja, ich habe ja gesagt, wir hätten uns zu den Indern setzen sollen. Die haben nämlich kein Wort gesagt. Ja, aber die Chinesen hört man aus 5 Waggons Entfernung reden. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the road. Heute ist das erste Mal, glaube ich, in Südostasien, dass wir draußen wirklich frieren. Es ist ganz schön kalt. Aber eigentlich ganz angenehm. So ist weniger los wenigstens. Da unten sieht man die größte buddhistische Tempelanlage Malaysiens. Die wird noch immer gebaut. Und mich da allerdings hier an diesen Dornenbüschen selber. Das ist hängen geblieben. Aber wie cool das da ist. Jetzt haben wir uns da hergesetzt, was zum Trinken. Und das Interessante ist hier in Asien überhaupt, dass bei all diesen Touristensachen, wie hier jetzt oben am Penang Hill, da kosten die Getränke und Essen eigentlich fast nie wirklich mehr als sonst irgendwo bei einer Imbissbude. Das heißt, es kostet immer gleich viel, das ist sehr angenehm. Wir sind jetzt wieder herunter von Penang Hill und die nächste Station ist jetzt hoffentlich, schauen wir mal, ob das hinhaut, der Monkey Beach. Also wir sind gerade ganz optimistisch, dass das heute was wird, weil ich befürchte, es regnet gleich wieder. Hi! Wir haben uns jetzt spontan umentschieden und zwar werden wir jetzt zu Fuß zum Monkey Beach gehen. Eigentlich wollten wir mit dem Boot fahren, aber irgendwie das kostet 10 Euro für uns zu zweit. Und heute ist es so angenehmes Klima, es ist so angenehm kühl. Boah, Riesenschmetterlinge. Jetzt haben wir uns gedacht, wir gehen zu Fuß. Nur, dass ich Flipflops anhabe. Ich hoffe, das macht mir kein Problem. Aber es schaut auf jeden Fall voll schön aus. Heute
Voll schön, der Wanderweg geht so vorbei an dem Strand. Voll nett. Gehen jetzt schon eine Dreiviertelstunde hier den Strand entlang zum Monkey Beach. Und der ist eigentlich super, der ist nämlich kostenlos zu betreten, weil normalerweise zahlt man immer Eintritt. Und er ist eigentlich gut ausgebaut. Also da sieht man, da sind öfter hier solche Stufen und so aufgebaut aus Holz. Das heißt, die Christina läuft das Ganze mit Flipflops. Das ist durchaus machbar. Da hat man überhaupt keine Probleme. Und jetzt sind wir hier am Strand. Schauen, wie lange es da jetzt so weitergeht. So, gleich geschafft. Zweimal Stunde 15 unterwegs. War dann am Schluss schon ganz schön anstrengend. Vor allem, wenn man keine richtigen Schuhe anhat. Aber ja, wussten wir ja nicht, dass wir vorhaben zu wandern. Aber ich hoffe beim Zurückfahren, dass wir dann mit einem Boot mitfahren können, weil ich habe jetzt schon Blasen auf den Füßen von meinen Flipflops. Aber jetzt freue ich mich, dass wir da sind. Und es schaut voll wenig aus, dass voll wenig Leute hier sind. Jetzt waren wir seit Bali eigentlich nicht mehr schwimmen, also seit Monaten schon immer. Und jetzt sind wir nach der Wanderung am Meer angekommen. So cool. Wir waren gerade im Wasser schwimmen und hatten jetzt eigentlich einen Affenvorfall. Eine Affenattacke. Friedrich ist irgendwie rausgesprintet nach. Wir haben mich da unseren Rucksack liegen eh verschlossen und alles. Aber dann ist ein Affe runtergekommen vom Baum und wollte unseren Rucksack klauen oder keine Ahnung. Die hatten ihn schon offen gehabt. Dazu will ich gerade ganz unfreiwillig, ganz freiwillig anmerken, dass Friedrich da mal einen Affenkampf hatte. Ja, Friedrich hat probiert, den Affen zu verscheuchen und hat ihn angefaucht. Also hast du dein Revier markiert. Das ist mein Strand. Das ist dein Strand. Es war jetzt voll der perfekte Nachmittag, voll der perfekte Sonntagnachmittag am Meer. Aber ich glaube, normalerweise wäre hier mehr los. Es ist hier einfach nur so cool, weil so wenig los ist. Und naja, da haben wir halt heute Glück mit dem Wetter gehabt. So, jetzt, das war jetzt Stopp 2 für heute. Jetzt werden wir uns ein Boot nehmen zurück. Ich kriege das 10 Euro pro Boot. Und dann werden wir nach Batu Ferengi fahren. Zu unserem letzten Stopp für heute. Let's have a bit of fun till I downfall. Voll schön, hier laufen Pferde frei rum. Voll schön. Unser Taxi ist da. Say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Was haben wir heute nämlich alles gemacht? Jetzt haben wir die Standseilbahn heute dabei gehabt, den Bus, das Boot, das Auto. Jetzt haben wir ja alles durch. Sehr gut. War aber echt ein super Tag. Also irgendwie alle Hauptsehenswürdigkeiten von Benang an einem Tag durch. Jetzt wollten wir eigentlich noch ein bisschen was machen online, aber wir sind jetzt irgendwie voll erledigt. Wir haben jetzt irgendwie voll lange auch heimgebraucht. So mit dem öffentlichen Bus heimgefahren. Es hat jetzt, glaube ich, eine Stunde gedauert. Jetzt habe ich gar keine Lust mehr auszumachen. Geh mal schlafen, Schatz. Ja. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. You say you wanna try.